Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn ich hier heute so das erste Mal am Rednerpult an diesem neuen Plenarsaal stehe, habe ich eigentlich noch so den Eindruck der Festveranstaltung in mir, was Parlament betrifft, was Debatten betrifft, welche Botschaften uns Professor Lammert bzw. auch Rainer Prachtl noch mal mit auf den Weg gegeben haben. Und unter dem Eindruck dieser Worte, dann eben diese Rede gehört zu haben von Ihnen, Herr Professor Weber, wo Sie im Prinzip zu diesem Thema mit 1,5 Sätzen einfach mal so dahinreden, ja, auch wir distanzieren uns. Das sage ich Ihnen, in Ihrer gesamten Rede, da ging es um Ihre persönliche, aber es ging auch um die Glaubwürdigkeit Ihrer AfD-Fraktion. Und wenn Sie glauben, dass Sie hier mit 1,5 Sätzen in dieser Art und Weise sagen, jo, wir distanzieren uns von der Ampel, dann ist das Thema inhaltlich für Sie erledigt. Dann irren Sie sehr gewaltig. Kein Wort von Ihnen zu Hersel und Co. Das wäre heute hier Inhalt Ihrer Rede oder hätte Inhalt Ihrer Rede sein sollen. Sie zählen sich wahrscheinlich, wie ich auch vorher, bevor ich Sie das erste Mal erlebt habe, wahrscheinlich auch mehr so zu den Intellektuellen. Und gestatten Sie mir zu Beginn persönlich diese Anmerkung. Wenn Höcke in diesem Land als Geschichtslehrer gearbeitet hat, wenn Leute wie Sie, ich werde selten persönlich, aber Leute wie Sie an unseren Hochschulen und Universitäten lernen, dann bekomme ich persönlich ein gewisses Problem. Und wenn Sie, und das war für mich sozusagen auch der Höhepunkt Ihrer Rede, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie sich von Ihrem Manuskript gelöst haben, ob dieser Satz zufällig fiel, wenn Sie in Richtung der Linken sagen, und diese Worte habe ich mir notiert, wenn Sie glaubwürdige Distanzierung erwarten, sollten Sie in den eigenen Reihen anfangen. Wenn Sie Intellektueller sind, dann sagen Sie mit diesem Satz, Herr Professor, dass das, was Sie hier vorgetragen haben, überhaupt keine glaubwürdige Distanzierung war. Und damit haben Sie sich selbst hier aus meiner Sicht entlarvt. Und wenn ich dann mir Gedanken gemacht habe, wenn das meine erste Rede ist zu diesem Thema in diesem Plenarsaal, es gibt weitaus angenehmere Themen. Die Frage habe ich mir schon selbst gestellt, muss so ein Thema überhaupt sein hier? Dann sage ich Ihnen, ja, dieses Thema genau in dieser Art und Weise muss hier diskutiert werden. Auch vor dem Hintergrund, was Lammert und Prachtl uns mit auf den Weg gegeben haben. Genau hier an dieser Stelle müssen wir auch diese kranke Geisteshaltung, die Anlass dieses Antrages sind, debattieren. Und in diesem Zusammenhang gibt es ein chinesisches Sprichwort, was ich jetzt zu Beginn auch zitieren möchte. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Ich glaube nicht, dass ich diese Worte weiter interpretieren muss. Denn die Zeilen sprechen für sich und gelten in alle Richtungen. Da haben Sie wohl recht. Aber ich will ganz klar sagen,
dass insbesondere, wenn es um Gedanken und Worte geht, das, was wir diskutieren, nämlich hasserfüllte Gedanken und Worte, die sind nicht nur so einfach dahergeredet oder dahergedacht oder gesagt, sondern da liegt gewisse Substanz wahrscheinlich schon vor. Und dann ist eben diese große Gefahr, das, was dieses Zitat sagt, dass es eben zu Handlungen kommt. Und ich lasse es einfach auch nicht durchgehen, dass hier irgendwie in einer Art und Weise als Lässigkeit hier darzustellen, weil diese Worte, über die wir diskutieren, wo ich auch überlegt habe, ob es sich überhaupt lohnt, das hier in Zitatform wieder darzugeben, die von Hass durchdrungen sind und die anderen Menschen die Würde absprechen. Diese Sprache darf nie Einzug halten in unsere Demokratie. Und ein wesentlicher Punkt, der angesprochen wurde, den ich nochmal unterstreichen möchte, ist nicht nur die Tatsache, dass einer, mehrere Einzelne diese Gedanken und Worte wählen, sondern wer diesen Worten nicht widerspricht, keine Stellung öffentlich bezieht, der macht sich dann in gewisser Weise mitschuldig. Und wenn ich die Rednerliste betrachte, dass Sie glauben, als AfD-Fraktion mit einem Redner hier davon zu kommen und Herr Weber dann diese inhaltliche Darstellung für ausreichend erachtet, dann glaube ich, zeigt das, dass das Thema Glaubwürdigkeit nicht erfüllt wird. Ich erwarte nämlich, dass Hersel, da ich den anderen Namen jetzt nicht parat habe, dass diese Leute hier ans Mikro treten und klar und deutlich Stellung beziehen über das hinaus, was Herr Professor Weber für die Fraktion hier vorgetragen hat. Wir haben gestern schon mal davon gehört, dass unsere Fraktion im März diesen Jahres die Thematik fairer Umgang im Parlament hier auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Heute haben wir im Prinzip eine ähnliche Debatte und damals konnten Sie, und das ist ja hier auch vonstatten gegangen, uns einfach mal so recht geben. Aber heute kommt für mich zusätzlich dieser Punkt dazu, der Glaubwürdigkeit vor der Erkenntnis dessen, was uns jetzt oder was hier zutage getreten ist. Und da erscheint Ihr Agieren bis jetzt eher aus taktischen Erwägungen heraus. Dazu zähle ich diesen einstimmigen Beschluss, Herrn Ape auszuschließen. Dazu zähle ich diesen Dreizeiler von Herrn Holm als Fraktionsmeinung. Dazu zähle ich auch die Andeutung von Herrn Wild, wo ich mir ganz sicher bin, dass Herr Wild, da ich weiß, dass er für seine Fraktion auch noch sprechen wird, hier vielleicht doch etwas mehr Licht in das Dunkel bringt, was Glaubwürdigkeit, was Faktenlage betrifft. Bisher sind es für mich alles Andeutungen und es bedarf heute einer klaren Positionierung von Ihnen. Und ich will es aber trotzdem, auch wenn viele Zitate schon gefallen sind, anhand eines Zitates auch aufgrund der Öffentlichkeit hier nochmal tun und eine Sache herausgreifen und hier vortragen. Eine Äußerung von Herrn Ape, dass das rot-grüne Geschmeiß auf das Schamott geschickt werden soll, an die Wand gestellt werden soll, eine Grube ausgehoben werden soll und Löschkalk obendrauf gestreut werden soll. Das sind menschenverachtende, abscheuliche Äußerungen und die sind einfach nur krank. Und ich erwarte im Laufe der Diskussion, dass Sie zu Dingen, die möglicherweise sich darum herum bewegen, die uns gar nicht bekannt sind, hier Position beziehen. Und wenn ich dann Herrn Holm und sein Zitat hier nehme zur Person Ape, aber das, was hier offensichtlich geschrieben wurde,
geht über alle Grenzen hinaus und da müssen wir klar sagen, das geht absolut nicht und ich lasse mir auch diese Partei nicht von solchen Hasardeuren mit Gewaltfantasien kaputt machen. Auch hier erwarte ich von führenden Kräften, Herr Holm ist nun leider nicht da, Herr Wild, Sie waren oder sind Landesvorsitzender weiterhin und Sie waren bis vor 2-3 Tagen auch Mitglied dieser Fraktion und Sie stehen somit auch zu diesem Ausspruch. Und ich erwarte hier eine Aufklärung, ob diesen Anschein, den ich hier rauslese, dass die Richtung, die Zielrichtung so eines Herren geteilt wird und nur zufällig, weil der Chatverlauf bekannt wurde, dass bei dieser Zielstellung, wenn hier steht, Grenzen überschritten worden sind, dass Sie sich distanzieren von der Zielstellung und nicht nur diese zufällige Grenzüberschreitung hier verurteilen. Das erwarte ich entweder von Ihnen oder auch nochmal von einem jetzigen führenden Vertreter der AfD-Fraktion. Und Sie müssen uns doch nicht glauben machen, das ist auch das, was Herr Schulte schon ausgeführt hat, ich will es nur kurz anreißen, dass Sie überrascht sind von diesen Äußerungen. Ich werfe Ihnen heute hier vor und erspare uns allen aber dann die Beispiele hier nochmal aufzuzählen. Ich werfe Ihnen vor, dass Sie einen Typen wie Ape bewusst in den Landtagswahlkampf geschickt haben, weil er ein gewisses Klientel, nämlich das nationalistisch-völkische, angesprochen hat, es vertritt und Sie ihn bewusst zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gewählt haben und damit eine Ausrichtung dieser Fraktion zielgerichtet vorgenommen haben. Und ich erwarte weiter dann von Herrn Wild, dass das, was Sie hier angesprochen haben, im Zusammenhang mit Ihrer Neugründung, seit Längerem ist die Situation zerrüttet, dass Sie das hier genauer definieren, was Sie damit meinen. Sie haben weiterhin gesagt, wir denken, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, wo jeder auch mal ganz klar Farbe bekennen muss, für welchen Weg der AfD er sein möchte. Auch hier erwarte ich, dass Sie das mal genauer untersetzen. Und ich will auch noch eine Person ansprechen, die heute hier, warum auch immer, nicht anwesend ist. Man könnte sagen, man kann darauf verzichten. Ich glaube, weil es für mich exemplarisch ist, muss ich es ansprechen. Es geht um den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, Herrn Komnik. Herr Komnik hat im Wahlkampf auch die Frage bekommen, was er zum Holocaust-Mahnmal sagt. Und ich zitiere, wissen Sie, die ganzen Reizthemen um den Nationalsozialismus, um diese kleine Zeit der deutschen Geschichte, das sind 12 Jahre, die uns nach wie vor nachhängen. Man sollte versuchen, mit einer gewissen Distanz über diese Zeit zu sprechen. Nein, man sollte es nicht. Und für mich steckt auch hier eine Relativierung in der Aussage, wenn führende Vertreter ihrer Partei das als kleine Zeit bezeichnen. Eine kleine Zeit, die 6 Millionen Juden das Leben gekostet hat, 60 bis 70 Millionen Tote, hier in gewisser Weise, und das lese ich hier heraus, das Versuchen zu relativieren, ist nicht akzeptabel. Und wenn ich zu meinem Ausgangsspruch zurückkomme und die Gedanken, die Worte und die Taten wieder nacheinander mir vorstelle, dann macht mich besonders wütend und auch besonders nachdenklich. Wut ist natürlich ein schlechter Begleiter in der Politik, dass sogenannte Intellektuelle genau wissen, was sie tun. Und diese Intellektuellen, Herr Professor Weber, die schichten für sich persönlich ab, dass sie Öl in das Feuer gießen, dass sie insbesondere Gedanken und Worte wohlgefeilt formulieren und möglicherweise Leute
die nicht so intellektuell beschlagen sind wie Sie, anfeuern zu Taten. Und diese Verantwortung, der müssen Sie sich immer bewusst sein. Und das stimmt mich, wie gesagt, besonders nachdenklich. Und ich möchte auch noch eine vierte Person nennen und freue mich, dass sie anwesend ist. Und Herr Dr. Jess, ich hoffe, auch Sie werden noch an das Rednerpult treten. Entschuldigung. Weil Sie haben sich gestern aufgeregt zu den Äußerungen von Herrn Schulte. Dazu will ich mich nicht weiter äußern. Aber Sie sind Bestandteil dieser Fraktion. Und wenn Sie sich persönlich angegriffen fühlen, aufgrund dieser Ausführungen, was Rechtsradikalität betrifft, dann erwarte ich, dass Sie nicht in Form einer Anfrage hier mal Ihren Unmut zum Ausdruck bringen, sondern ich erwarte, dass Sie hier ans Mikro treten, in einer Debatte Stellung beziehen zu Hersel und Co. zu diesen Aussagen. Das ist Ihre Verantwortung. Ansonsten... Ansonsten muss ich persönlich Ihr Dementi als halbherzig empfinden. Ich möchte zum Schluss Ihnen sagen, dass ich glaube, dass unsere Demokratie in diesen 27 Jahren, auch hier in unserem jungen Bundesland, gewachsen ist. Viele Kollegen haben mit mir zusammen 10 Jahre, ich nicht ganz, aber andere 10 Jahre NPD ausgehalten, menschenverachtende Meinungen. Und ich glaube auch, dass wir solche Fälle in dieser Demokratie aushalten werden. Mit allen Gefahren, die ich sehe, die ich beschrieben habe. Ich glaube auch nicht, das ist meine persönliche Auffassung, dass wir hier zur Verfassungsänderung kommen müssen und sollten, um im Nachgang Leute ihr Mandat zu entziehen. Weil ich glaube, wir sind in der Lage, das auch in einer demokratischen Auseinandersetzung, in einem funktionierenden Gemeinwesen hier unter dem Blick der kritischen Öffentlichkeit durch Wahlen immer wieder uns zu regenerieren. Und deshalb sage ich Ihnen, unser Land, dieses Parlament, wird auch Abgeordnete überstehen, deren Herzen voller Zorn, deren Köpfe voller Wut und deren Worte voller Hass sind. Dankeschön. Applaus